Ich finde, sie machen richtig gute Arbeit. Das muss gefeiert werden. Luftballons und dass sowas von sowas kommt. Hier, Entschuldigung, warte mal kurz. Lass mal kurz. Nee, wir müssen mal kurz. Ja, wir müssen, kannst du mal Arme breit machen? Hi, eine breit. Kenn ich aus dem Stadion. Ja, also wir machen so zufällige Untersuchungen. Entschuldigung. Wir müssen einmal in Untersuchung. Ja, wir würden euch gerne einmal kontrollieren. Ich hab die Fläche irgendwie. Ja, Arme breit. Beine ein bisschen breiter auf. Ja, ja, ich habe sie gefunden. Ich hab sie gefunden. Hier, du, komm mal bitte mit. Da hinten, deine Mutter ist da. Komm mal bitte mit hier umgehen. Hallo? Deine Mutter ist hier, ja? Die sucht dich schon. Und? Scheint nicht zu alles sein. Gut? Ich warte, ich überprüf's nochmal. Überprüf's bitte nochmal. Das fängt schon an. Ja? Sehr gut. Hier ist er. Hast du sie dabei? Oh, ja, ich habe meine Mutter dabei. Ja. Deine Mutter, bitteschön. Wir haben heute, wenn wir jetzt hier immer das Gelände verlassen, dann ist die Karte für heute gestorben. Ja. Habe ich ja schon gelesen. Wir haben aber noch Last-Man-Standing-Karten für heute Abend, heute Halle 1. Wir wollen aber mal eine Pause machen und um 17 Uhr raus. Das ist deine Mutter? Das ist meine Mutter. Aber danke für die Mutter. Das war jetzt eine Verwechslung. Ich hab's okay. Schon gesucht. Jetzt hatte ich schon Angst, dass meine Mutter mich. Ja, ich hab's ja. Wir haben hier so ein Geschenk für David, weil der hatte vorgestern Geburtstag. Ja, der hat hier war. Und was machen wir damit? Wir haben ein Fahrstift. Das hat er verdient. Ja, du gehst dann hin. Ja. Und sagst mit dem Stift, mit dem Edding. Alle mit dem Stift. Du gehst dann dahin. Mit der Kamera, mit der Edding. Mit dem Edding und sagst, hey David, mein Bruder heißt David. Hey David. Hey, David. Nein, da wird er sauer. Hey, David, mein Bruder heißt David, kannst du sagen. Okay. Also genauso wie du, bloß halt. Genau. Kannst du mal bitte hier drauf, das ist dein eigenes Geschenk, was er von uns kriegt, unterschreiben, von David für David oder wie auch immer. Und das wird ganz toll. Ja, bin ich gleich irgendwelche. Ja. Für David? Ja, der kann auch nicht hier sein. Ich wollte nicht mehr so ein für David von David. Danke. Ciao. Hey, bring mir mal meine Kamera zu. Das ist dein Geschenk. Na komm, wir sind doch. Und wir sind auch noch Geschenke für dich. Das gehört dazu. Mit einem Auto. Und pass auf. David Hein. Hey, Alter. Das hast du noch nie bekommen. Das hast du ja wirklich verdient. Ja, der ist wirklich gut. Ich kann es ja auspacken. Oh, du. Aber wie ist die auch noch mein? Mit so einem Herzchen? Hast du gesagt, mit dem Herzchen? Ja. Das lag halt rum, das habe ich reingesteckt. Da ist vielleicht noch eins drin. Und das lag da irgendwo rum. Was ist das denn? Du bist mit dabei gewesen, oder? Ich habe so ein richtig schön beschissenes Tutorial rausgesucht, wie man so einen Ständer macht, so ein Foto. Das kann man jetzt hier so. So. Das kannst du auf den Schreibtisch stellen oder kannst du mal ganz klar sein. Und deshalb geht es auch darum, halt solche Security Measures einzuführen, um einfach zu sagen, okay, wir zwingen euch, das in Namen zu verwenden.
Alter, bist du nicht der von YouTube? Ja. Kann ich ein Autogramm haben? Ja. Alter, das wäre so geil. Ich gucke, ob ich einen Stift habe, Mann. Das wäre so geil. Ich gucke deine Videos schon so lange, das kannst du nicht glauben. Ich mach gerade davon vorbei, das ist so geil. Das ist gerade so geil. Alter, komm, Alter. Alter, ich bin voll am Zittern, du bist es wirklich, Mann. Nicht davon drehst du nicht von Nosferatu? Ja. Hey, der Nosferatu! Scheiße! 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 Leute, macht ihr das an jedem Stand? Da vorne ist Tronk, Mann. Alter, ich gucke den seit 4 Jahren. Ohne Scheiß, das ist so geil. Ich habe alle Minecraft-Folgen gesehen. Alle. Ohne Spaß? Ja, alle. Das dauert mir hier echt zu lange. Ganz hinten stellt einer für Tronk an. Was habt ihr dem zu erzählen? Ja, also... Entschuldigung, wissen Sie, wo das Klo ist? Ja, also... Wo ist die Toilette? Ja. Also, dann, der hat mir gesagt, geradeaus und dann rechts, stimmt das? Also die Tür? Ja. Die Tür, dann ja. Wissen Sie, wo ist die Toilette? Das wollte ich auch gerade fragen. Das war hier! Entschuldigung. Oh, ich muss drin. Toilette, wo die ist? Bitte! Wo ist denn nochmal die Toilette? Ich muss ganz dringend auf die Toilette, Sie können mir nicht zufällig sagen, dass Sie gehen raus. Also. Ja. Also links da rein? Ja. Ja, okay, danke. Links und dann was? Wo muss man auf die Toilette? Welche Tür? Das sind hier oder so. Ich hab's jetzt gar nicht gehört, Entschuldigung. Dann finde ich sie. Ist da links auch eine? Entschuldigung, ist sie ganz schlecht ausgeschildert. Ist da links auch eine? Ist sie ganz schlecht ausgeschildert. Deine erste Challenge ist die Intelligenz-Challenge. Du gehst jetzt da hoch und versuchst 0 von 10 Fragen zu beantworten. Hallo Robert, weißt du, Robert, cooler Name, Robert. Frage 10 Punkte will ich hier sehen. Frage 1, wie hieß Apples Spielekonsole aus dem Jahr 1995? Ja, die hatten mal eine Spielekonsole. MacDrive wäre geil gewesen, ist aber tatsächlich, wie du denken kannst, nur eine Scherzantwort. Ihr könnt ihm auch gerne vorsagen, er meint, es ist schwer für ihn, obwohl er meinte, er hat hier voll die Intelligence am Start. Und zweifelnde Blicke ins Publikum. Guck doch mal aufs Bild. Guck doch mal aufs Bild. Wer ist da auf diesem Bild abgebildet? Spider-Man, siehst du ja da oben in der Ecke nicht? Ich glaube, du hast einen neuen Low-Benchmark für heute aufgestellt. Kalle, das hast du sehr gut gemacht, Intelligenztest bestanden. Jetzt kriegst du erstmal ein Stimpack, um dich wieder aufzuladen. So, Kalle, deine nächste Aufgabe ist die Stärke. Die Bundeswehr ist hier vertreten auf der Gamescom und die haben einen richtig schönen Panzer. Und den schiebst du jetzt weg, würde ich sagen. Das war leider nichts, der Panzer steht noch da. Er braucht jetzt erstmal eine Stärkung für die nächste Aufgabe. So, Kalle, jetzt kommt eine Wahrnehmungsaufgabe. Dieser Mann schläft und du wirst jetzt seine Wahrnehmung testen. Kuschel dich mal an ihn ran und schau, ob er es wahrnimmt. No
hast dich schlecht angeschlichen, er hat dich wahrgenommen. Du musst ein Stimpack nehmen zur Stärkung. So, Kalle, ich hoffe, du bist jetzt gestärkt. Jetzt kommt nämlich deine Ausdaueraufgabe. Und zwar musst du da vorne auf dieser Rolltreppe entgegengesetzt der Stromrichtung richtig schön joggen gehen. Für die nächste leider trotzdem eine Stärkung. Du machst das nämlich jetzt nochmal und zwar blind. Eine Telefonnummer von seiner netten Hostesse. Aber dafür braucht er trotzdem eine kleine Stärkung. Bist du deine Telefonnummer? Bist du deine Telefonnummer? Dein Telefonnummer? Oh, ja, 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 schade, war unnötig. Das haben wir schon schneller gesehen. Eben diese Ingredienzien, Zutaten sammeln, das heißt verschiedene Kräuter. Und wenn du dann als Alchemisierer möchtest... Entschuldigung, ich bin abgelenkt von Klumpi. Ja. Oh Gott. Geil. Die reißen uns gleich die Scheibe ein. Ich sehe es kommen. Ich bin ein bisschen... Er ist sehr verliebt. Er ist sehr verliebt. Ist auch richtig. Tut mir leid. Ich muss schon sagen, ist schon ein richtig geiler Typ. Komm, nicht hingucken. Ja, er ermuntert ihn nur. Als nächstes... Support Klumpi. Die Alchemie funktioniert so, dass... Kalle sucht sein Handy und sein Portemonnaie. Ist das Handy weiß? Ich hab's auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, wer hat's? Ich hab's bei Peter auf den Schoß gelegt. Der Peter? Raff ist gerade durch, oder was? Ja, hast du. Intelligenz. Hände, aber du musst doch wissen, wo du es hin hast. Da oben ist eine Brücke und trotzdem regnet es hier irgendwie. Ist voll komisch. Die Leute wundern sich, warum es hier regnet. Regnet das unter der Brücke? Was ist denn hier los? Scheiße, ich vertraue jetzt auf sein Wort, dass das da drüben die Lena ist. Und ja. ich bin so nervös, ich hole mir jetzt ein Autogramm, aber ich bin so nervös, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Der Stift ist so geil. Der ist echt geil. Entschuldigung, bist du Lena? Ja. Hey, kannst du mir ein Autogramm geben? Ja. Also das wäre super geil. Hier drauf. Ich bin ein bisschen nervös. Ja, ich merke es. Nee, ich muss den Tee festhalten. Okay. Aber das kann ich nicht schreiben. Du schaffst das. Soll ich das schreien? Das ist der Tag. Ja, ich schaff das. Ich bin echt ein bisschen nervös. Tut mir leid. Das geht so nicht. Okay. Er ist halt echt schon lange Fan. Ein
Entschuldigung, es gibt ein Sicherheitsproblem. Ich muss jetzt hier mal kurz den Tisch abscannen. Es gibt hier, glaube ich, ein Sicherheitsproblem. Ich vermute, dieser Tisch ist gestohlen, weil er scheint ziemlich gold zu sein. Aber es scheint kein echtes Gold zu sein. Ist okay, ist genehmigt.